So, dann kann ich ja hier auch noch mal schnell noch mal was Kleines machen. So, lauf, Forrest, lauf! So, dafür brauche ich aber noch mehr Zäune. Ich hätte mal doch mehr machen sollen, ne? Zäune kann man nie genug haben. So. So, lalala, Zäune hier, Zäune da. Alles klar, soweit. So, das sollte reichen. 18 Zäune sollten reichen. Dann werde ich mir jetzt noch ein paar Treppen und Half-Steps holen. Und, okay. Und ich bin gerade am Besamen des Feldes. Toll. Ich besame es mit meiner Saat. Ja. Eine Frucht des Teufels. Die Saat des Teufels wird wieder gesät. Über die Welt und über die Menschheit. Genau. Ach ja, auch mal wieder schönen, klaren Himmel, schöne, fluschige Himmer? Wolken. Ja, Himmer. Weil das... Ja, Himmer halt. Ja. Wollen. So. Wie mache ich das denn? So und so und so und nicht so. Ja, das dachte ich mir auch, dass ich das so mache. Mhm. Aber denk dran, nicht so. Ah, also nicht so, wie ich eigentlich doch gedacht habe. Genau. Ach so, wusste ich nicht. Ja. Also immer anders, wie du denkst. Ach so. Dann machst du richtig. Okay. Ja, da kannst du nichts verkehrt machen. Alles klar. Hm? Gut. Gut, dass wir das geklärt haben, Leute. Genau. Zum Glück weiß jetzt auch jeder, was gemeint ist. So, ich hoffe, das wird am Ende einigermaßen... aussehen? Ja. Ich weiß es ehrlich. Ach nein, nicht du. Der andere Block sollte gesetzt werden. Mhm. So, Und dann? Denn, ja, keine Ahnung. Dann ist das halt so. So ist das. Ah, ich hänge hier fest. So, ich werde das jetzt hier erstmal in einer Ecke ausprobieren. Ja, dann mach mal. Ich mach das schon. Hetz mich nicht so. Doch, ich hetz dich aber. Ich muss auch unter Druck arbeiten können. Ach, was musst du gerade sagen, weißt du? Was denn? So, ja, nur langsam. Ach, langsam. Das Feld braucht seine Zeit. Ha, aber irgendwie... Gefällt es dir nicht so? Irgendwie... Ich glaube, ich muss die Zäune hier noch ein bisschen höher machen. Weil ich glaube nicht... Wird das zu hoch? Also, ne, das wird der Mineneingang, ne, mit so einer kleinen Überdachung aus Holz. So war das eigentlich geplant, so ein bisschen rustikal. Aber ich habe irgendwie keinen Plan, wie ich das anfangen soll. Hm. Ich mach nochmal hier so einen auf den hier. Und dann mache ich mal hier... Ja. Genau. So. Und... Dann vielleicht nochmal einen so und dann, so. Gucken wir einfach mal, wie das aussieht, wenn wir das hier ein bisschen weitergebaut haben. Ich hoffe, das sieht einigermaßen aus. Und natürlich fällt... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte keine Treppe mehr, aber ich hatte doch noch eine. Irgendwie hier vorne müsste das noch ein bisschen... Das müsste ausgetauscht werden. Das machen wir auch nochmal schnell. So. Okay. So, nochmal nach da oben. Es wird schon wieder dunkel. Ey, krass. Krasse Lage, Alter. Krasse Lage. So, ich bin... Durch mit der Welt. Fertig mit dem Besamen des Feldes. Yay. Ich hab doch den ganzen Tag gebraucht. War ja klar, war ja klar. Ja. So. Ein ganzer Minecraft-Tag, jawohl. So. Neuer Rekord. Knacken? Ja, warte. Ja? Bist dabei? Ja. Da sind wir dabei. Das ist prima. Wie immer.
So, und jetzt können wir... So, ich lasse doch einmal meine Kühe besamen. Alter, was du alles besamst, so, wenn der Tag vorbeigeht, ne? Schlimm. So, zack, zack. Und dann können wir... Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr euch, wie, was ihr meint. Und das vielleicht noch ein bisschen optimieren könnte. Nee, das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Das kommen wir schnell weg. Schafe, ihr interessiert mich nicht. Ihr werdet nicht besamt. Ach, die Glücklichen. Ich brauche nur das Leder der Kühe. So. Knacken, 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 ja, und knacken. Ich denke mal, das geht einigermaßen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr es findet. Ja. Vielleicht Verbesserungsvorschläge. Oder aha, vielleicht sagt ihr, es sieht auch ganz gut aus. Ja, vielleicht. So. Einmal schön knacken gehen, knacken gehen in der... In der Pofritze hier. Aha, in der Pofritze. Ritze, Risse, Ritze, Ratze, Ritze. Ganz ruhig, Buggy. Ganz ruhig. Jetzt gucke ich noch einmal nach meinem Kakaofeld. Und danach soll es auch wieder gewesen sein für Let's Play Together Minecraft. Aber bis wir aufhören... wird es wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie 5 oder 10 Minuten dauern, also geduldet euch. Wie immer also. Ja, erstmal hier Kakao, Kakao. Und Inventar wieder einräumen und sortieren. Ja, das kann man auch noch machen. Hauptsache, also, es wird nicht in der nächsten Folge gemacht, ne? Gleich am Anfang einer Aufnahme erstmal das Inventar sortieren, ist immer auf Dauer ein bisschen langweilig. Ja, und auch ein bisschen ätzend für uns. Ja. Yeah. Aber wie schnell hier alles, ist schon fast wieder alles fertig, ey. Krasse Lage. Guck mal, das hab ich grad gesetzt, das hab ich grad gesetzt! Das muss ich mir gleich mal angucken, Kümmel, ob das auch richtig gemacht hast. Klar hab ich das richtig gemacht. Ja, ja. Ich frag mich nur, ob man das Feld hier noch dekorativ ein bisschen schöner machen könnte. Aber zwecksmäßig ist das erstmal so einigermaßen ganz gut. Das soll ja nur zwecksmäßig sein. Ja, man kann es ja auch dekomäßig ganz gut machen. Na, ach, du Dego. Nicht. Ja, das, was du nicht kannst. Oh, hat doch gut geklappt eigentlich, soweit. Weißt du, kreativ wie ein Stein, weißt du, aber... große Reden springen hier. Natürlich, natürlich! Ey, da musst du doch in der Arsch treten. Nee, lass mal. Warum? Nee. Ich glaub, hier, die sind auch schon halbwegs fertig. So halbwegs. Ja, halt die, die so dunkelbraun aussehen und so richtig groß sind. Bist du? Hier an der Karotte und Dings. Ach so. Die sind auch fast ganz fertig, alle fast. Ja, warte mal, ich komme auch da gleich mal vorbei. Ja, ich komme jetzt zu dir. Gut, dann kannst du mir mal helfen mit den Kakao-Pflanzen und so. Dann geht das alles wesentlich schneller, weil ich habe jetzt schon wieder fast 2 Stacks Kakao. Mhm. Siehst du, Leute, ich habe ja gesagt, das geht super schnell. Boah, der hat sich gerade gesetzt, Alter. Der hat gerade gesessen. So. Hier. Du kannst ja schon mal die andere Seite anfangen. Also hier, ne, gegenüber vom Zaun. Vom Weg. Dann mache ich hier das hier mal zu Ende. Zack, zack. Hier ist schon. Hier ist schon wieder eine reif. Hier ist auch wieder eine reif. Oh Gott. Warum machst du denn eine 3 hoch? Nö, wozu? Wenn's ja noch mehr. Ja, und? Ja, das ist ja aber alles so schön in Griffhöhe und ganz ehrlich, hier stehen so viel. Noch mehr wäre zu übertrieben. Ist ja jetzt schon übertrieben. Ich baue eine Automatik und Maschine. Oh Gott, nein. Warum? Nein. Warum? Nein. Was hält denn ihr davon? Automatik und Maschine, ja oder nein? Da musst du dich nach mir richten. Warum? Deshalb. Wieso? Deshalb. Warum? Deshalb. Nö. Warum? Weil ich das sag. Du hast dich zum Mülle. So, ich werde mir jedenfalls derweil mal unser Karotten- und Kartoffelfeld angucken. Mal gucken, wie weit das jetzt ist. Das ist jetzt schon gute halbe Stunde her, seit wir die gepflanzt haben. Da wird doch bestimmt schon das ein oder andere sichtbar sein. Vielleicht ist sogar schon was fertig. Ja.
Boah, das sieht aber schon gut aus. Ja. Also jetzt mal vom kurzen Vorbeilaufen. Aber... oh, hier. Der hier ist reif, da sieht man das schon. Werden wir einfach mal schnell mal ernten. Zumindest die, die reif sind. Dann haben wir schon mal ein paar, können wir schon mal ein paar mehr anpflanzen. Der Kollege ist auch reif. Und der hier vorne ist auch reif. Da sieht man richtig, dass da diese kleinen Kartoffeldinger da rausgucken. So. Lalalalalalalala. So. Fürs nächste Mal schon mal ein paar mehr angepflanzt. Und bei Karotten sehe ich auch schon, dass welche reif sind. Hier, der hier, da gucken dann halt solche kleinen orangen Karottenköpfchen raus. Zack, zack. Zack, zack. So. Ich dachte, ich hätte ein Feld vergessen. Nee, gut. Haben wir schon mal die erste Karottenbahn fertig und die andere angefangen. Ja. Wird doch langsam, wird doch langsam. Bald haben wir ein richtig schön großes Feld mit Kartoffeln und Karotten. Das wird richtig geil, Leute. Aber, jetzt müssen wir leider sagen, es wird leider langsam Zeit, mit der Aufnahme zu beenden. Ne, Leute? Ja, ja, jetzt meinst du erstmal, der Kakao wird hier fertig. Das wirst du nie fertig kriegen. So? Sobald du an einer Ecke fertig bist, ist es auf der anderen Seite schon wieder reif. Das geht so verdammt schnell. Ich will nur alles erstmal bepflanzen. Wieso ist da hier noch nichts gewachsen? Keine Ahnung. Jedenfalls, Leute, wie fandet ihr die Folge? Boah, produktiv, wie immer. Gute deutsche Handarbeit. Ja, ja, ich weiß. Auch der Buggy hat auch geholfen, ne? Ja, der Sack kann ja auch was. Wir hätten es nicht gedacht. Ja, 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 ja. Ich komme gleich rüber. Boah. Wir sind die Klonkrieger. Wir werden geklont, selbst wenn du uns jetzt tötest. Irgendwann werden unsere Nachkommen wiederkommen. Immer und immer wieder. Und? Ich hab dich doch, töte ich euch immer und immer wieder. Okay, Buggy, aber jetzt solltest du rankommen. Ah, dann hab ich doch zuerst noch fertig, ne? Fertig Pflanze. Kann nämlich so lange dauern. Du müsstest doch nicht schon alles fertig haben. Nee, ich muss ja immer wieder bei dir Ernte gehen, zuerst mal. Ja, du sitzt da noch eine Stunde lang, wenn du weitermachst. Du kannst es nicht vollenden. Ich will nur die alles fertig anpflanzen, mehr nicht. Ach so. Das sah aber schon von weit weg ganz gut aus. Und? Ich bin auch nicht fertig. Komm, helfen wir ihm mal, damit der Buggy auch mal langsam fertig wird, sonst hängen wir hier noch in 2 Stunden noch hier, wenn er mal seine Felder hier fertig hat. Ach. Der braucht ja mal so lange, der Sack. Habt ihr gesehen, Leute? Vor unserer Nase ist es einfach mal plupp und schon war wieder reif. So, zack, 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 zack. So, mal gucken, hier noch. Und jetzt jedenfalls haben wir in dieser Aufnahme, muss man ja mal zugeben, haben wir richtig viel geschafft eigentlich. Wir haben die ganzen Felder für Kakao, für Karotten, für Kartoffeln fertig gemacht. Das heißt, wir haben alle Nutzpflanzen, alle bis jetzigen Nutzpflanzen, die es gibt, als Felder schon mal irgendwo hingestellt. Das heißt, lebensmitteltechnisch sind wir gut unterwegs. Ja, dann haben wir schon mal, zumindest ich habe das Lagerhaus schon mal so langsam vormarkiert. Das wird dann in den nächsten Folgen dann auch langsam mal gebaut. Was haben wir noch gemacht? Buggy hat das Getreidefeld geerntet. Das muss man ja auch so, mal anmerken. Fertig. Okay. Muss man ja auch mal lobend anmerken. Ah, du bist so ein Penner, ne? So ein kleiner Drecksack. Hat er gescheatet? Er hat gescheatet! Habt ihr gesehen? Er hat Flymod benutzt, die Sau! Stimmt ja gar nicht! So ein Penner! Ist einfach Flymod. Stimmt ja gar nicht! Stimmt so. Ja gar nicht! Okay, das Inventar werden wir jetzt doch erst in der nächsten Folge. Meins ist aufgeräumt! Ach, als könnte ich das jetzt nachweisen, weißt du? Als könnte ich jetzt nachgucken, du! Kannst du mir sonst was erzählen? Kannst voll gemüllt sein. Ich hab 2 Schwerter drin, einen Bogen, 2 Schaufeln, eine Spitzhacke. Ja, das sagst du, mein Freund, das sagst du. Ja, komm, laber nicht so ein Scheiß. Und was ist es? Mehr hab ich nicht. Ja, das kannst du mir jetzt sagen, aber wer weiß, ob du dann nicht noch mehr hast. Nein, und meine Rüstung hab ich an, sonst hab ich nichts da drin. Ja. Ich kann dir einen Screenshot machen, jetzt direkt. Ja, ich bitte drum, jetzt okay. Ein Screenshot. Ist gemacht, ich schick das. Ja, okay, gut. Ich werde das hier oben irgendwo einblenden. Alles klar. Okay. Wenn stimmt, hast du Glück gehabt. Okay, Leute, jedenfalls, die Aufnahme ist vorbei. Es waren knapp über 2 Stunden sogar. Nimm an,
Ha? Nimm an. Ja, nicht jetzt, Mann. Gleich. Alter, wie ungeduldig er ist, ne? Schlimm, der Junge. Schlimm, der Junge. Schlimm, der Junge. Weißt du, langsam wie so ein... Weiß ich nicht. Weißt du, aber hetzt immer rum. Nee. Weißt du, Kuh, die keine Textur hat. Sieht aus wie ein geschertes Schaf. Okay, jedenfalls, Leute. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir vielleicht wieder einen Gast einladen. Vielleicht aber auch nicht. Schauen wir mal, vielleicht nächste Folge erstmal wieder einzeln. Dann sage ich nur noch, falls ihr noch ein paar Themenvorschläge habt oder ein paar Fragen über Sachen, die ihr mal gern fragen wollt, über für uns oder über die allgemeine Welt, über Spiele oder über Minecraft, fragt einfach. Themenvorschläge sind sehr gern gesehen, die werden wir in den Folgen abklabüstern, sofern wir sie noch nicht hatten. Und dann sag ich nur noch, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ciao.